Thera von Maria Mehlhorn. Von Thera gelesen im Jahr 2010, mir dabei gedacht, da könnte doch was gehen. Ein neues MMO im asiatischen Stil, mehr Infos müssen her, die gönne ich mir. Das Internet abgesucht nach Trailern und Text, alles gelesen, ich war schon süchtig wie verhext. Ich wollte Thera live erleben und auch Fragen stellen und freute mich schon jetzt auf die ersten Beta-Einladungswellen. Zuerst war aber ein Termin mit Frogstar dran, bei dem ich jede Menge Infos gewann. Zur Gamescom 2011 im Interviewraum. Nervös war ich dabei natürlich kaum. Das ist selbstverständlich totales Geflunker, denn ich war sehr nervös in diesem kleinen Bunker. Aber Frogstar lockte uns mit viel Sympathie. Vergessen werde ich diesen Termin wohl nie. Ich warte nun auf eine Beta-Einladung, damit ich berichten kann, es ist doch noch so jung. Testberichte, Preview-Specials müssen her. Und danach? Tja, dann vergesse ich Thera wohl nie mehr. Thera ist frisch und Thera ist heiß und die Maria, die will diesen Preis.